Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zum Euro Truck Simulator auf dem PC. Na, selbstverständlich, nicht auf der Xbox One X. Verzeiht bitte, ich bin immer noch so ein bisschen der Konsole gewöhnt und nach gewöhne ich mich an diesen ganzen PC-Leben. Ja, Euro Truck Simulator, für mich als langjähriger Konsolenspieler war es ja sehr Mangelware, Simulatoren. Besonders in Sachen LKW- und Truck-Bereich. Wir sind hier im Profil erstellen. Das werden wir gleich auch mal machen. Gehen wir hier Waldemar van der Lok ein. Das Lok passt ja nicht mehr. Dann machen wir das halt irgendwie V.D. Und dann machen wir da ein K. Das Van der Lok muss nämlich sein. Weiblich, männlich, ein Bild wollen wir gerne haben. Oh, haben wir ja viele Bilder. Oh, das sind ja alle Joachims hier, ey, das ist ja unglaublich. wen nehmen wir denn hier? Wer könnte Waldemar Van der Lok sein? Das sieht aus wie ein Waldi. Das sieht ein bisschen aus wie ein Waldi. Okay, bevorzugt LKW-Design. Ganz schwer irgendwie. Oh, MAN, Mercedes, die gibt's aber auch viel. Okay, wir nehmen MAN. Firmenlogo. Gut, haben wir auch nur die drei. Das ist ganz nett. Firmenname bitte eingeben. Okay, Waldemar GmbH. Das passt ganz gut. Sprache ist Deutsch. Europa, okay. Steam Cloud nutzen. Erstellen bitte. Eingabehilfen. Wir haben Tastatur, Maus, Controller sowie Lenkrad. Das hier. Einfache Automatik. Echte Automatik. Haarschaltung. Schalter manuell zwischen allem. Vorwärtsgang, Leerlauf und Rückwärtsgang hoch und runter. Das zu meistern ist ein bisschen schwierig. Aber du kannst dadurch ein besseres Fahrverhalten erzielen. Nehmen wir doch das. Gut, dann holen wir mal kurz unser Lenkrad hier. Das geht ja auch hier gleich auch los, wa? Das ist ja... Ja, okay. Gehen wir mal auf erweiterte Einstellung, gucken uns das hier noch so ein bisschen an. Lenkachse, ja, okay. Weiter. Hochschalten. Runterschalten. Was habt ihr hier gemacht? Hochschalten habe ich immer hier. Ah, ich glaube, das ist richtig. Und runter, ja, ist da. Gut, verwende für gewünschte Gang auswählen. Naja, okay, fertigstellen. Kommen wir nochmal so ein Hauptmenü. Deine Firmenzentrale, wähle eine Stadt, mit der du beginnen möchtest. Eigentlich ist es bei mir immer Berlin. Tut mir leid. Berlin. Ja, auch sehr gerne, komm. Wenn wir schon hier einsteigen, denn richtig. Ja, ich habe mich hier voll und ganz ausgerüstet, notfalls mit Controller, notfalls mit Tastatur, Maus, all dem Ganzen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Willkommen im Euro Truck Simulator 2. Weiter, endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob. Das Fahren eines LKWs. Oh ja. Deine eigene Transportbühne habt nur Pforten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für ein LKW. Bis auf weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Halb so schlimm. Dein Auftrag ist es, eine Ladung Vorratstank für ITCC sicher zur Entladestelle nach Stettin zu bringen. Dein Arbeitgeber hat dich mit deinen Zugmaschinen ausgestattet und wird sämtliche Spesen tragen. Fahre sorgsam und sei pünktlich. Ja, sorgsam und pünktlich ist ja mein zweiter Name. Spitzname, zweiter Name, Familienname, alles. Drücke... Joy Air 2. Gute Frage, was das ist. Ah! Okay, Controller auch ein bisschen. Ah, cool. Ah, es funktioniert auch mit dem Lenkrad. Super. Nutze den zusätzlichen Controller, um LKW in Bewegung zu setzen. Versuche einmal einige Meter vorwärts zu fahren und halte danach.
Bremse. Innenraumansicht 1. Okay. Folgeansicht 2. Ah! Oh! Ah! Ha! Brauche ich alles nicht. Okay. Und dann können wir ja loslegen, wa? Ja, was willst du jetzt von mir? Ach, gucken wir uns einfach die anderen Ansichten ja auch mal an. Zack, 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 zack. Schöne Ansichten, also wirklich schöne Ansichten, muss ich echt mal sagen. Probiere andere Ansichten aus und drücke dann Eingabe. Okay, es wird Zeit, dass du die Lieferungen machst. Verwende die Route, ja. F1. Ha, da. Okay, ja, fortfahren, bitte. Ah, das ist doch mal ein guter Einstieg. Ja, fortfahren. Ja, okay. F6, ja. Supi, das ist Navi. Alles klar, gut, hab ich. Du bist ein Navigationssystem. Ja, okay, dann gehen wir nochmal hin. Ja, ja, ja. Fortfahren. Wir drücken mal jetzt F5. Okay, F7. Fortfahren. Tortille schließen. Gut. Kann ich jetzt hier fahren? Okay, alles klar, haben wir. So, wenn ich jetzt hier lenke, da, das läuft ganz gut. Wie sieht es mit den Lenken hier eigentlich aus? Ja, passt. Ah, jetzt geht's los. So. Wir kommen den Ganzen ein bisschen näher. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wo muss ich... Ach, warte mal. Ich muss ja erstmal hier... nach rechts. Okay. Gucken wir uns mal hier um. Wir müssen aber wirklich die Effekte alle ein bisschen runterschrauben, denn das Force Feedback ist mir ein bisschen wackelig. Das liegt meistens an den Effekten, die man hier zugeben kann. Können wir natürlich jetzt auch ein bisschen selber noch im Internet belesen, aber habe ich jetzt gar keinen Bock. Force Feedback Stärke ist eigentlich eher die Lenkstärke. Oh, Zentrierung, die Stärke, das ist nicht schlecht. Motor mal alles hier runter machen, die Effekte. Und dann haben wir eigentlich schon... das Gröbste hoffentlich. So, alle hier. Ja, ist jetzt ein bisschen doof. Habe ich noch irgendwas vorgehabt? Die Lenkung. Wir können einfach. Es ist ja sowieso hier ein Anfang. Wir gucken uns hier alles an, wie alles funktioniert. Was ich mal ganz gerne mache, ich setze den Lenkrad. Oder das Lenkrad genauso mit dem Lenkrad im Spiel. Also, wenn ich 90 Grad einlenke, dann auch 90 Grad im Spiel. Wir machen mal jetzt hier komplett runter. Und fahren jetzt. Dann gucken wir uns mal alles hier so ein bisschen an. Auf geht's! Oh, die Bremsen, die sind ja heftig. Was ist denn da los? Oh, das mit dem Force Feedback gefällt mir ja kein bisschen, wa? Das ist ja, ja, gelinde gesagt, nicht so schön. Wenn ich das jetzt mal komplett ausschalte, was passiert denn dann? Ach, guck mal einer Show. Oh.
Naja. So mag ich's doch. Ich habe jetzt den Controller jetzt nicht großartig eingestellt. Ist auch egal. Hüppala. Dann fahren wir mal hier. So, Blinker haben wir hier auch. Genau. Wir wollen jetzt raus aus Berlin. Auf geht's. Also. Ohne Force Feedback geht einiges besser. Merken. Wir sind ja erlaubt. 80. Okay. Ich glaube, die haben wir jetzt. Ah nee, wir sind bei 60 gerade einmal. Oh, und das erste Mal jetzt auf die Autobahn. Okay, oh. Ah, Gewohnheitssache. Wir waren ja erlaubt 80. Naja, dann können wir noch ein bisschen hochschalten. So. Ganz entspannt. Also, es fährt sich jetzt sehr angenehm ohne dieses Force Feedback. Ist von Hause aus bei Logitech schon sehr angenehm eingestellt. Sehr straff, so mag ich das. Man hat einfach wirklich richtig schöne Kontrolle im Lenkrad. Gewöhnung ist halt immer noch dieses Hoch- und Runterschalten, aber das macht sich irgendwann schon ganz gut. Wir haben noch 144 Kilometer vor uns. Also. Auf wie die auf. Wir werden irgendwann dann mal in den Einstellungen mal wieder den Controller zuschalten, dass hier wenigstens mit den rechten Stick so ein bisschen was machen kann. Mich hier umgucken kann. Ansonsten habe ich hier eigentlich nur gar nichts weiter. Nö, weiter habe ich jetzt hier auch nichts eingestellt. Also nur Blinker und Hochschalten. Aber jetzt auf der Autobahn brauche ich sowieso nicht allzu viel. Tempomat auf alle Fälle wäre noch ganz gut, einfach mal herauszufinden. Das kommt aber alles in der nächsten Folge rein. Für mich ist es und für euch natürlich erstmal eine kleine Einleitung. Wie funktioniert eigentlich Euro Truck Simulator? Ja. Bis dato ganz schön. Bin mal gespannt. Okay, es geht relativ flott zu Gange. Also ich würde es jetzt von der Streckenqualität ein bisschen wie Fernbus-Simulator vergleichen. Also zumindest was die Zeit beansprucht. Wir fahren ja natürlich keine reellen 115 Kilometer gerade. Man sieht es ja, wie schnell es runtergeht. Und wir fahren jetzt keine 1 Stunde 41 Minuten. Das geht zum Vergleich bei Fernbus-Simulator genauso kurz. Also das, was wir an Sekunden eigentlich jetzt gerade hier verspielen, sind in Wirklichkeit Minuten, gar Kilometer. Und deshalb, ja, müssen wir jetzt auch hier abbiegen. Alter, verlieren wir aber sofort Geschwindigkeit. Oh, was ist das denn mit der Motorbremse hier los? Hohoho. Die Motorbremse ist ja heftig. Oh, Lenkrad ist aber schön straff. Gut, also wir quetschen jetzt in der Folge auf alle Fälle hier unseren Anhänger nach Stettin durch. Und in der nächsten Folge, da werde ich mich vorher noch ein bisschen schlau machen, die Einstellung machen. Man will ja in der ersten Folge, war ja für mich jetzt auch total Neuland, euch gerne dort mitnehmen und euch zeigen, guck mal, so funktioniert das. Ich habe im Vorfeld Omsi 2 gespielt. Und ich habe noch nie so ein merkwürdig gestaltetes Menü gesehen. Gerade wenn du auch noch hier anfangen möchtest, mit Lenkrad zu spielen. Das war so nicht schlecht. Aber es war nicht gut gewesen. Also mit Sebastian und Fernbus habe ich auf alle Fälle einen Glücksgriff gehabt. So was wir eher hier machen. Wir geben ja schon ein bisschen Gas. Bleib mal ruhig, Buschi. Aber die Motorbremse, guck mal jetzt, ich gehe mal kurz von der Bremse. Boah. Das
die wirklich so heftig beim LKW? Ich habe keine Ahnung vom LKW. Oder vielleicht ist das auch realistisch gemacht. Ich weiß es nicht. Also wenn ihr Ahnung habt, wie das mit der Motorbremse beim LKW funktioniert, schreibt es mal gerne mal in die Kommentare. Nur einmal hochschalten noch. Es sind noch 74 Kilometer, 73 Kilometer. Also wir kommen unserem Ziel immer näher. Dort geben wir die Ware ab. Habe ich noch eine Benzinanzeige? Die wird wahrscheinlich irgendwo da unten sein. Aber ansonsten ist es ganz angenehm gemacht. Wie gesagt, den Spiegel, den ich da rechts noch weg habe, der stört mich persönlich. Ich hab mich irgendwann daran gewöhnt. Halt. Beim Bussimulator habe ich irgendwann auch angefangen, die virtuellen Spiegel rauszunehmen. Hier muss man auch sagen, ist die Ansicht natürlich geil. Du siehst sofort hier die Spiegel. Da musst du nicht nach links oder rechts gucken. Also jetzt natürlich in dem Falle nach links gucken, um da in die Spiegel reinzugucken, sondern der ist schon so auf Augen hier. Das ist perfekt, so muss das sein. Die Wolken gefallen mir ganz schön. So hier und da sieht es auch ganz nett aus. Umgebung ja geht, aber wir haben hier ein bisschen Lehne. Da war gerade schöner Mähdrescher gewesen. Der Mähdrescher, der hat hier schön gearbeitet. Und wir fahren weiter geradeaus. Rechts geht gleich nach Rostock raus. Inwieweit natürlich jetzt die Städte hier bereisbar sind, zum Beispiel wie Berlin, mal ganz kurz beim Abbiegen, wo ich nach rechts gefahren bin, auf der linken Seite, also entgegengesetzte Spur, dann den Fernsehturm gesehen. Also zumindest ein paar Wahrzeichen sind denn geblieben in den Städten. Stettin sagt mir nur ein bisschen was vom Namen und von ein paar Leuten, dessen Familien dort herkommen, aber ansonsten kein bisschen irgendwas. Aber ist, glaube ich, eigentlich schon Richtung Polen, kann das sein? Brandenburg sowieso, aber schon Richtung Polen war Stettin. Bin ich jetzt so ein bisschen der Meinung, kann mich auch vollkommen irren. Oh, die Windräder sind aber auch schön, dass die auch hier so gemacht sind. Guck mal, jetzt haben wir auf dem Navi auch eine Anzeige, wo getankt wird. Siehst du, ich wollte doch gerade sagen, Polen. Habe ich doch recht behalten. Müssen wir eigentlich hier irgendwo abbremsen? Ich dann immer noch mit 90 hier durch. Und Automatik. Also zumindest den Tempomaten, den darf ich nicht vergessen, dass ich den mitnehme. Haben wir es auch bald geschafft, noch 9 Kilometer. Lässt sich gut steuern. Jetzt gerade in der Kurve hier, bei verspitzten Geschwindigkeit von 90 km/h mit dem LKW hier. Erster Aufenthalt in Stettin. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. Also, wir haben sowas wie eine Garage, glaube ich. Da ist so ein Häuschen zu sehen. Wahrscheinlich eine Werkstatt mit so einem Werkzeugschlüssel. Hinter uns ist die Polizei. Kann das sein? Gucken wir uns das mal an. Polizei? Yo. Sitzen da dringend auch Polizisten bei Fernbus oder bei Bussimulator, bei Sebas war es nicht der Fall gewesen. Bin mal geradeaus. Ah! Also diese Motorbremse, die ist nicht gut. Die muss ich auf alle Fälle in der nächsten Folge ändern. Okay, der Blinker geht nicht alleine aus. Das ist auch semi-gut. Und jetzt müsste er eigentlich so ein bisschen zurückschnellen. Tut er aber nicht. Fahre zum Eingangstor. Warte mal, wir drücken mal kurz F5. F1, Verzeihung. F1 war falsch gewesen. Ah, hier. Supi. Nein, Fahrzeugeinstellung, nee. Jetzt haben wir zumindest schon mal gefunden, wie wir die Spiegel ausschalten können. Das ist ganz cool. Was habe ich jetzt hier falsch gedrückt? Hier. Ist es jetzt hier rechts rein? Ich fahre jetzt hier rechts rein, okay. Ja.
Okay, fahre zum Eingangsort. Dort erhältst du die Freigabe deiner Fracht zu einem bestimmten Punkt auf den Terminalgelände zu fahren. Achte auf eine animierte Zeichen, die den Hauptpunkt für deinen LKW anzeigt. Und nun? Ich glaube, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich habe, glaube ich, irgendwas falsch gemacht. Ah, okay. Folgende Tasten drücken, um Anlieferung abzustimmen. Eingabe oder Joy 2-Taste 0. Einfach mal hier Eingabe. Wo willst du die Ladung stehen haben? Hier. Wir müssen ein bisschen Erfahrungspunkte haben. So, bestätigen. Kann selber hier entscheiden, wo ich das haben möchte. Okay. Ach, okay. Ja, alles klärchen. Kein Problem. Kriegen wir hin. Wäre doch gelacht, wenn ich das nicht beim ersten Mal hier schaffen würde. Rückwärts hier. Okay. Zweiter Versuch. Okay, jetzt nochmal. Vorsicht! 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 Musste ich den ganzen Tag piepen hier? Ah, Mist! Okay, um das Parken des Aufliegers zu überspringen? Nee, will ich aber nicht. Ist jetzt in Ordnung? Drei war, glaube ich, ganz... Oh! Sieht doch ganz gut aus. Okay, jetzt Tee. Was ist denn hier? Oh yes! Ah, gar nicht mal so schlecht gewesen mit dem Rückwärts einparken. Gut, Kontostand. 3000 haben wir kassiert. Erfahrung haben wir jetzt hier. Und 228 bekommen. Ja, ganz genau. Level Nummer 1, Neuling. Bei 700 steigen wir auf Level Nummer 2. Und sind damit wahrscheinlich Pro-Gamer. Ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, wie ich das Video erstmal hier zusammenschneiden werde. Das haben wir jetzt an Zeit schon verspielt. Komm, das eine geben wir uns noch ein bisschen. Haben wir jetzt sehr viel hier rumgetüftelt mit der Einstellung, mit der Steuerung. Das ist eine Firmenzentrale. Okay, eine sehr schlichte Garage. Nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du ja auch hier, kannst auch hier kein LKW sehen. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück. Dankeschön. Ach, siehst du, guck mal, dann nehmen wir halt noch die restliche Zeit dafür, um uns hier vielleicht so ein paar Sachen anzugucken. Hier kannst du deine Fortschritte sehen. So, wir sind Neuling. Ja, wir haben ein wunderschönes Gesicht. Fähigkeiten, Karriereentwicklung. Na, ist ja fast.
Dann haben wir, was haben wir denn für Fähigkeiten hier? Fernfahrten. Oh, einen Fähigkeitspunkt haben wir. Gucken wir uns mal alles hier an. ADR, der Transport gefälschter Güter verlangt nach guten, ausgebildeten Profis. Verwende deine Hartarbeiterfahrung und folgende ADR-Zertifikate. Ah, okay. Wahrscheinlich später denn. Für weitere Jobs. Deine Fähigkeit zu Fernfahrten legt die maximale Entfernung fest, die du im Dienst bewältigen kannst. Anfangs übersteigende Angebote fahren keine 52 Kilometer. Mit jedem Höhenrang ereignest du für längere Strecken. Ah, damit wir auch länger fahren können, ohne Pause zu machen. Hochwertige Fracht. Zerbrechliche Fracht. Diese Fähigkeit erlaubt es dir, zerbrechliche Fracht wie zum Beispiel Glas, Elektrogerät und so zu transportieren. Just-in-Time-Lieferung. Manchmal haben Firmen wichtige Lieferungen. Mhm. Sparsame Fahrweise. Gut, Auftragsangebot. Hier haben wir unsere Weltkarte. Radio-Fotostudio. Ja, okay, da brauche ich nicht Fahrzeugbrowser. Kann ich damit das genau machen? Ah! Ah, cool! Können wir uns ja jetzt eigentlich natürlich, außer vielleicht hier? Ah! Ja, natürlich, wem es gefällt! Ha, warum? Oh, das ist natürlich schick! Wahrscheinlich auch gerade für wirklich Schwertransporte. Oh, neuer Motor. Getriebe. Schön. Ja, ich muss mich auch ein bisschen ans Getriebe gewöhnen. Standard UK? Nein, exklusiv. Was heißt das? Oh, ah, ein Armaturenbrett. Lackierarbeiten. Ja, nicht. Zubehör. Oh. So einiges. Ah, hier Zubehör. Okay. Was können wir hier machen? Ah. Haben wir schon. ABC. Also wir können uns da wahrscheinlich eine Hupe. Haben wir schon. Was ist hier? Okay. Naja gut, du, wen es gefällt. Aber wenn, brauche ich es ja eigentlich... Hier. Nein. Das wollen wir jetzt hier nicht haben. Habe ich mir das gekauft? Ich hoffe mal nicht. Das wäre nicht so geil. Nee, haben wir nicht geholt. Okay. Ansonsten, oh, Innenraum können wir auch machen. So, Kissen. Ach, das ist ja süß, guck mal. Ja, packen wir da hin. Was haben wir hier? Was ist hier mit? Ach, hier kannst du ein Fahrerschild hinmachen. Was soll eigentlich das hier sein? Terminus? Naja, okay. Der Rest kommt irgendwann. Dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, hier oben LKW-Händler. Da können wir uns dann wahrscheinlich neue LKWs holen. Oder beziehungsweise irgendwo hinfahren, wo es LKWs gibt. Entdecke LKW-Händler. Also nicht bei jedem Händler gibt es den gleichen LKW. LKW-Aufrüstungsteile, MAN. Lampenbügel. Ansonsten, ja, haben wir hier auch Radio, da können wir auch was Eigens eingeben. Oder Radiostream. Aktualisieren wir via Internet, das können wir vielleicht irgendwann mal machen. Da ist mir die Werbung auch einerlei. Das ist mir nicht so wichtig. Wir sind jetzt gerade nach Stettin gefahren. Das war jetzt hier. Okay.
das, was wir machen konnten. So, hier haben wir jetzt Auftragswahl. Lass dich als Berufskraftfahrer anstellen, keine große Aufheben, alles ist vorbereitet. Suche dir einen Auftrag raus. Hier. Und hier haben wir die ganzen Aufträge. Und da kommen wir aber erst zur nächsten Folge. Jetzt haben wir mal so ein bisschen das Spiel kennengelernt. Ich finde es schön, der Einstieg ist gut. Man muss hier noch ein paar Sachen einstellen. Bin ich ganz ehrlich. Also gefiel es auch, ich persönlich, was den Controller anbelangt. Das kriegen wir aber nach und nach mit. Das kriegen wir auch nach und nach hin. Die Lenkung ist soweit in Ordnung. Beschleunigung auch. Eins alleine, die Bremse, die gefällt mir halt hier nicht so. Aber das ist ja erstmal unser Bier. Also die Motorbremse, sagen wir es mal so, die gefällt mir halt nicht. Bremsaktion, normal. Probieren wir es mal so. Kupplung, vertikale Sichtachse. Hier geht's zur Schaltung. Da, da. Eye-Tracking, okay. Nee, aber ich hoffe mal, falls ihr aber irgendwie mir weiterhelfen könnt, zum Beispiel, wie ich die Motorbremse sanfter machen kann. Also Motorbremse heißt ja für mich immer, ich gehe vom Gas runter, gehe aber nicht auf die Bremse, weil die Motorbremse regelt das in dem Sinne. Drückt die Geschwindigkeit nochmal ein bisschen runter. Das ist mir hier zu heftig, wenn ich von, ja, sagen wir mal 60 km/h runtergehe und sofort auf 20, 30 bin, ist mir das ein bisschen zu heftig. Ich will halt so ein bisschen mehr rollen, mehr ins Rollen kommen. Also wenn ihr mir da irgendwie weiterhelfen könnt, wäre auf alle Fälle toll. Ich speichere mal das Ganze jetzt hier ab. Und dann würde ich mal sagen, sehen und hören wir uns hier bei der nächsten Folge vom Eurotrack-Simulator. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt den ganzen einen Daumen hoch. Zusammen schaffen wir das und dann wird es auch wesentlich besser. Aber das war schon mal gar nicht verkehrt gewesen. Rückwärts einparken mit Anhänger. Macht mir das einer mal nach, der keinen Führerschein hat und noch nie auf der Straße unterwegs war und mit Lenkrad spielt. Also von daher, ja. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Over. Goodbye. Und auf Wiedersehen. Wir werden uns bald wiedersehen. Nur ein kurzer Augenblick, mehr ist es nicht. Also sei dabei, schalt ein, wenn es wieder heißt. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald!